Herr Frey, freiwillig sollen Ihre Kolleginnen und Kollegen helfen. Was ist es für ein Projekt, wie ist es entstanden? Also meine Frau und ich, wir sind schon seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig, immer für einen guten Zweck. Ich bin zum Beispiel schon seit über 10 Jahren SOS-Kinderdorf-Botschafter, spiele seit über 19 Jahren in der FC Sternstunden Fußballmannschaft für die Kinder vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt ist immer mehr gewachsen, dass man sagt, man will einmal ein eigenes Projekt auf die Beine stellen, einfach aus dem Grund, um zu wissen, wo die Gelder hingehen. Und wir haben gesagt, nicht nur, natürlich gibt es die großen Brenngebiete in Kriegsgebieten, das wissen wir alle, aber natürlich gibt es bei uns auch notleidende Menschen. Und wir wollen vor Ort was tun und Menschen, die hier in Not geraten sind oder vielleicht auch durch irgendwelche Umstände in einer unglücklichen Situation sind, denen weiterhelfen, bis vielleicht dann das große soziale Netz irgendwann zum Greifen kommt. Kann man das ein bisschen konkretisieren? Gibt es also schon so konkrete Fälle, die man schildern kann, in welche Richtung geht es? Also geht es darum, Wohnungslose oder Bedürftige oder was ist die Idee dahinter? Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, wir haben natürlich bestimmte Auflagen, um das auch zu erfüllen. Wir müssen das sehr stark prüfen, ob das wirklich sich um notleidende Menschen handelt. Wir unterstützen jetzt bei dieser Aktion am 1.6. mit einem Teil die evangelische Kinder- und Jugendhilfe in Feldkirchen. Die kenne ich durch Zufall persönlich, weil ich dort schon ein paar Mal im Haus war, kenne den Leiter dort und habe mir die Situation vor Ort angeschaut. Und das ist wirklich, wenn man die Kinder sieht, die meistens sehr traumatisiert in dieses Heim kommen, mit denen viel gearbeitet wird, damit die wieder auf die Füße kommen. Und wie voll die sind. Also der Hintergrund ist ja, die müssen ein neues Haus bauen, weil sie die Leute nicht mehr unterkriegen. Und jetzt versuchen sie eine neue Stätte quasi für 6- bis 12-jährige Kinder zu bauen. Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich irgendwie helfen kann, mache ich das, weil ich finde, Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen schauen, dass wir in eine gesunde Zukunft schauen. Also müssen wir auch für die Kinder was tun. Gerade solche Kinder- und Jugendhilfeprojekte haben sich ja völlig gewandelt. Es waren früher mal eben Kriegswaisen und Sozialwaisen. Heute sind es ja oft auch welche mit einem Flucht- oder Migrationshintergrund. Ja, das ist dort vor Ort auch so. Man hat etliche aus Syrien und man mag natürlich, ich sage mal, jetzt als Familienvater von 3 Kindern oft gar nicht wissen, was die erlebt haben. Also das macht einen tief traurig, das macht einen sehr betroffen. Und natürlich auch bayerische Kinder. Man möchte nicht glauben, wie viele Familien bei uns in der Region zerrüttet sind, wo die Kinder wirklich mit Gewalt aufwachsen oder einfach teilweise tagelang ohne Essen und Trinken gelassen werden. Und ich habe gesagt, so muss man einfach mal hinklagen und sagen, die helfen und die unterstützen. Wir haben ja also eine beachtliche Schar von Kolleginnen und Kollegen da zusammengesammelt. Können Sie ein bisschen erzählen, wie überzeugt man die und wer kommt denn da alles? Also ich muss sagen, das hat mich sehr überwältigt, weil ich musste gar nicht betteln, sondern ich habe eigentlich einen Rundruf gestartet und angefangen von der Bettina Mittendorfer, die eine der ersten war, die ich angerufen habe, die sofort sagte, ja freilich, da komme ich, was muss ich machen, soll ich auf Bühne gehen, soll ich Witzert sein, das war klasse. Also die hat sie sofort dafür und alle anderen auch, die jetzt hier auf dem Plakat sind oder die man auch im Internet lesen kann, das war sofort die Bereitschaft da. Ein Kollege von Ihnen hat mich vor kurzem auch danach gefragt und gesagt, mei, vielleicht liegt es ein klein wenig auch an mir, weil die wissen, wenn der Frey was in Hand nimmt, wenn der Projekt macht, dann steht er voll dahinter, dann macht das auch gescheit und die wissen, die macht da nicht irgendeinen Blödsinn, sondern das hat wirklich einen tiefen Hintergrund. Einfach nur zu erwähnen, wer dabei ist, kann man sagen, es geht beim Hansi Kraus los, der Jugendstar aus den Lausbubenschichten, über den Star aus Sturm der Liebe, Sepp Schauer, über sehr viele Schauspielkollegen aus Daheim ist daheim. Das geht bei den Kirchleitner, Brauerei, Darstellern an. Dann haben wir noch, ich muss gleich selber jetzt schnell spicken, weil es wirklich so viele sind. Dann ist natürlich einer meiner Lieblingskollegen, muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen, weil mit denen sehr viel arbeite und wir ein privates, gutes Verhältnis haben, der Hans Schuller, der mit mir gemeinsam bei München 7 vor der Kamera steht. Dann haben wir die Theresa Rutzus, die früher bei Daheim ist daheim war und jetzt auch bei vielen anderen Fernsehsendungen mitspielt.
bis hin zum Schorsch Kirner, dem bayerischen Abenteuer, der ja schon sehr viele Bücher geschrieben hat und das bayerische Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Also ich habe mich wirklich gefreut, dass so breit gefächert aus allen Sparten Künstler da sind. Wir haben auch bildende Künstler da, die Tatjana Ungefug hat auch ein Bild für die Tombola gespendet, genauso wie der Hansi Kraus, der macht Kunstfotografie, und auch der Maler Wolfgang Prinz hat mir bei einer Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, mehrere Kunstwerke zugesagt. Also, wer muss wann wohin kommen, um Ihnen zu helfen? Also ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen kommen am 1.6., 1. Juni 2014 auf die Festwoche in Trudering. Das ist an der Wasserburger Landstraße 22, direkt neben dem Kulturzentrum, Siebenerszentrum. Um 12.30 Uhr geht die Sause los mit Roland Hefter und seinen Isarreitern. Das hat mich auch sehr gefreut. Der Roland, der hat von dem Projekt gehört, hat sofort die Flyer gestaltet, hat die Plakate gestaltet und die auch noch bezahlt. Und dann spielt er auch noch mit 5 Mann und sonst immer so Respekt. Da geht's los mit Musik. Dann haben wir Begrüßung. Tom Meiler vom Blickpunkt Sport und Abendschau, der wird das Ganze moderieren. Der begrüßt uns um 13 Uhr, ist der Einzug der Schauspieler ins Zelt, und dann gibt es dann auch schon bald nach der Begrüßung und Vorstellung des Projekts in Feldkirchen die Autogrammstunde, und parallel treten dann verschiedene Kollegen auch auf der Bühne auf, die singen, und danach, wenn die Autogrammstunde zu Ende ist, gibt es die große Tombola-Ziehung. Also da werden wir mehrere Glücksfeen haben aus dem Kollegenkreis, die ziehen dann die Gewinner der Tombola. Und wir haben ja ganz tolle Preise angefangen. 4 Wiesenwirte von den kleinen Wiesenwirten. Die Familie Hochreiter hat uns alleine 3 Gutscheine und Familie Stiftel einen Gutschein, die je 250 Euro für die Mittagswiesen gestiftet, was ich ganz klasse finde. Die Firma Silit ein Topset für 650 Euro, und was mich sehr gefreut hat, sehr viele, also das Deutsche Theater zum Beispiel, 3x2 Freikarten, Kulturzentrum für Sommerkonzert, 3x2 Freikarten. Der Bayerische Rundfunk hat insgesamt für verschiedenste Fernsehsendungen, angefangen vom Komödienstadel, habe die Ehre, Schleichfernsehen, Wirtshausmusikanten. Ich glaube, alleine da haben wir 40 Eintrittskarten zum Verlosen. Das sind teilweise Karten, die kommt man normal gar nicht dran, weil die nicht verkauft werden, sondern vergeben werden. Und das, also wie gesagt, die Unterstützung freut mich sehr aus allen Ecken. Und ich freue mich auch, dass die Presse mich so unterstützt und mir da weiterhilft, weil nur so geht's. Nur wenn die Leute es erfahren, wann und wo es ist, nur dann können sie kommen und für den guten Zweck mithelfen.